Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Folge 10 von Resident Evil Village. Und wir machen direkt weiter mit unserem Aufschüttungsgewehr. Gefällt mir nicht. Da unten ist der Innenhof, ne? Sollen wir die komischen Viecher wegsnipern? Oho. Kommen wir damit in einen Raum? Oh, hi. Das sind Menschen, Fledermaus, keine Ahnung was, Gedönsviecher. Oh, was hätte... 1200 Flocken. Kann man mal mitnehmen, ne? Oh Gott. Tschüss. Könnten doch erstmal runterfahren. Wo bist du? Ich habe keine Ahnung. Wir könnten aber auch erstmal runterfahren und gucken, wo der Fahrstuhl hinführt. Bei eventuell haben wir ja wirklich eine Abkürzung freigeschaltet. Sieht gut aus, oder? Ja. Ist doch sehr schön. Jetzt funktioniert der Knopf auch. Man kann den also eigentlich nicht rufen, oder was? Nice, nice. So, warte mal. Wir basteln uns noch mal eben Munition. Für den Fall. Oh. Habe ich da was gesehen? Da hat was geleuchtet. Kann auch nur Einbildung gewesen sein. Wir fahren noch mal runter. Das sah so aus, als wenn da was geleuchtet hat. An der Wand hier. Da. Ja, einer an. Also ich gucke jetzt nicht großartig bei den anderen Seiten, weil ich gehe nicht davon aus, dass jetzt die ganze Wand voll mit Kristallen ist. Sollten wir hier hochklettern? Ah, ne, können wir gar nicht. Ist auch später wieder eine Abkürzung. Oh, hi. No. Zappelt's mir zu viel. Tschüss. Du kommst ja wieder. Das ist ja lustig. Tschüss. Okay, jetzt aber nicht mehr. Mich würde interessieren, ob man die nicht einfach auch messern kann. Jetzt rennen wir mal eben um die Ecke. Genau, komm mal hierher. Und jetzt. Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel.
Ja, würde prinzipiell gehen. Tschüss. Komm, flieg darüber. Okay, der ist hin, oder? Ja. Genau. Oh, halt. Nee, nicht abhauen. Ja, geht doch. Mir was war's. Ich nehme natürlich alles mit. Potenziell neue Munition und so. So, wir können die Dachschräge hier hochlaufen. Okay. Aber da sind 4 Schuss mit dem Scharfschützengewehr natürlich ein bisschen verschwendet, oder? Vor allem auch recht wenig. Bam. Komm runter. Runterkommen. Hey. Auf auszuweichen wie so ein Ninja. Der wieder mehr Geld einbringt als die anderen Sachen. Ich würde jetzt allerdings ganz gerne noch mal auf den anderen Dach gucken, weil man ja eventuell, ach so, hier geht es dann nicht weiter hoch, oder? Ja, genau. Ich dachte, weil man da eventuell dann die Leiter runterlassen könnte. Aber da kommen wir wahrscheinlich später durch irgendeinen anderen glücklichen oder unglücklichen Zufall hin. Genau, komm runter. Stückchen noch. Ja, genau. Super gemacht. So. Das ist doch super. Wenn wir die aus der Luft geholt haben, gleich mit dem Messer drauf. Seilbahn. Langsam reicht's mit Geld. Ein bisschen Munition, wenn du schaffst. Ui. Scharfschützenmunition ist natürlich ein bisschen weit her. Also hergeholt, aber nehmen wir natürlich. Okay. Ist hier noch irgendwo so eine Decke oder so? Nee. Okay. Und festhalten. Oh, wieder ein Haken. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Na toll. Oh, hi. Na? Ups. Well. Oh Mann, das war zu nah. Nein, nicht wegfliegen. Fieg dich. Er ist weg. Haben wir tatsächlich schon den nächsten? Okay. Oh, da ist die Leiter. Noch irgendwas zu finden? Nö. Gut, dafür waren wir jetzt auf dem Dach. Er geht halt von alleine runter. Wieder steht jetzt jemand hinter mir. Den will ich nicht wundern, aber wäre schon blöd. Okay, dann haben wir hier, glaube ich, schon. Nee. Auf dem Schloss. Ach, warte mal. Der ist ja runtergefallen. Das wird bestimmt angezeigt, oder? So, du bist hier irgendwo runtergefallen? Nö. Wo hast du deinen Loot liegen lassen?
Ja, komm, ey, Seilbahn ist abgerissen, also nochmal können wir da nicht rüber. Da unten. Ja, da können wir nochmal hin, ne? Da kommen wir doch glatt hin. Was für ein schöner Urlaub. Ein netter Ausflug hier. Schloss Frankenstein und so. Herrlich. Okay, hier können wir hin. Oh! Mann! Dadurch haben wir auch gleich das gefunden. Jetzt ist hier immer noch was. Wo soll denn jetzt noch was sein? Die Kisten kommt man nicht ran. Die sind irgendwie ganz, ganz toll eingesperrt. Da sind wir rausgekommen. Hier, da sind wir rum, da hoch rüber, zack, zack, zack. Jo. Wird durchsucht. Und vollständig erkundet. Heißt das, wenn wir hier raus sind aus dem Gebiet, kann das sein, dass wir vielleicht sogar fertig sind, also dass alles eingesammelt ist? Weil wird durchsucht, könnte bedeuten, dass wir hier gerade da sind. Nee, durchsucht steht da immer noch. Seltsam. Wir haben nicht alles dort gefunden. Das ist vielleicht wirklich an irgendeiner Ecke noch ein oller Edelstein. Oh, warte mal. Damit wir schnell abgeben können. Maske des Zorns hat 3. Oh, hi. Lästige Missgeburt! Lauf so schnell du willst! Ich krieg dich schon! Ja, wir laufen sogar so schnell wir können. Also kein Problem. So. Tschüss. Ich habe mein Geschäft erweitert. Komm, sieh dich um. Schon wieder. Aber gerne. Du musst doch nur einmal erweitern, oder? Ah, okay. Das könnte natürlich hiermit zusammenhängen. Oh, die haben wir aber fast eingesammelt, ne? Also nicht schlecht, Herr Specht. Macht Stand 600, 700. Naja. Hier hätte ich ein bisschen mehr gerne. Kann ich nur, also kann ich nicht zu oft sagen. Aber wir könnten sie mit Nachladegeschwindigkeit etc. hochpumpen. Lass uns mal in die Waren gucken. 150 Dollar pro. Pro Patrone. Aber das könnten wir uns jetzt auch kaufen. Machen wir doch glatt. Ja, komm. Why not? Die beiden Sachen wären nicht schlecht. Und dann ist bei ihm alles ausverkauft. Erhöht die Feuerrate beträchtlich. Ja, ich bin nicht unzufrieden mit der Feuerrate, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten gegen eine kleine Gebühr. 3000 haben wir noch.
Komm, gehen wir auf die Feuerrate. Mit Vergnügen. So, haben wir wieder ein bisschen Hals was ausgegeben. Dann schauen wir nochmal auf die Karte. Wo müssen wir hin? Konzert sein mit Dietrich. Das würde mich auch nochmal interessieren. Da können wir nicht alles gemacht haben. Da waren wir. Glockenturm waren wir auch. Die beiden Sachen sind auch komplett abgesucht. Hier ist es nur nicht. Da kommen wir nicht durch. Speisezimmer. Vielleicht war da noch ein Schrank, den wir kaputt haben können. Das würde mich auch nochmal interessieren. Okay, da ich jetzt gerade keinen anderen Anhaltspunkt habe, dem ist ja auch so, ja. Und es verrät jetzt auch nicht großartig irgendwas wegen Schlüssel oder so. Den hier haben wir nicht. Konzertsaal wäre einer. Hier ist nichts mit Schlüssel. Da ist auch nur eine Leiter nach oben. Okay, wir haben nichts Schlüsselmäßiges außer Dietrich. Gehen wir also in Richtung Konzertsaal. Machen wir hier entlang. Einfach mal eben hier durchflitzen. So, gehen wir nämlich erstmal wieder hoch. Kurz nachladen. Er hat schon wieder keine Munition mehr. So. Ja, machen wir auch nochmal. Hier nochmal. So, jetzt können wir die Sachen wieder alle nicht mehr basteln. Brauchen wir wieder Zeug. So, wir gucken noch mal eben über den Hof, ob wir irgendwo was vergessen haben könnten. Ich meine, uns wurde ein Scharfschützengewehr gegeben. Es kann natürlich sein, dass es dazu da war, um aus der Ferne irgendwas runterzuschießen. Hier jetzt so nicht. Dort liegt auch nichts mehr. Hat der eine irgendwie auf der Balustrade was verloren? Nee, ne? Nicht, dass das jetzt hier irgendwo liegt, wo wir nicht drankommen und trotzdem angezeigt wird. Nee, sieht aber nicht so aus. Okay. Gut, laufen wir weiter. Das ist auch nichts. Ein Gargoyle, so wie es aussieht. Ein sogenannter bzw. Wasserspeier, je nachdem, wie man es nennen möchte. Da ist auch nichts hinter. Nee. Hier auch soweit nicht. Von hier aus irgendwas zu sehen? Scheint nicht so. Hier auch nicht.
hier oben hatten wir ja alles. Das Ding ist abgerissen, aber... Oh, wir können es trotzdem noch benutzen. Ja, komm, machen wir doch. Okay. Also wenn ihr mich fragt, dann würde ich jetzt so sagen, wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gesucht. Meiner Meinung nach nichts gefunden. Das bedeutet, das eine sterbende Viech, was da irgendwie die Reling runtergefallen ist, das könnte damit zusammenhängen, dass das, was fallen gelassen hat, was gegebenenfalls hier auf dieser Plattform angezeigt wird, obwohl wir es nicht kriegen können. Gut. Macht ihr nichts, dann gehen wir weiter. Beziehungsweise vielleicht haben wir hier irgendwo noch was. Sieht auf jeden Fall nicht so aus. Achso, das ist nur der Fensterspalt. Das hatten wir angeguckt gehabt. Hier gab es auch nichts und hier vorne hatten wir ja soweit alles eingesammelt. So. Okay, untersucht haben wir es. Das hat er überlebt, ey. Oh, bei grüner Gesundheit. Ja, wer zum Henker braucht schon eine Leiter. Was ist das denn für ein Kuckloch? Okay. Hier haben wir alles. Bibliothek nicht. Aber in die Bibliothek. Wieder das gleiche Spiel wie vorhin, beziehungsweise wie beim letzten Mal. Kann ich so nichts zu sagen. Gehen wir in den Konzertsaal. Ich denke, da wären wir eher fündig. Ja, Schloss lässt sich leicht knacken. Ist ja richtig, genau. Ach so. Scharfschützenmunition, das ist okay. Aber dann ist hier jetzt auch alles leer. Haupthalle auf dem oberen Bereich fehlt uns noch was. Weiß der Geier, was es sein wird. Gehen wir mal hin. Haupthalle war hier runter dann. Und hier durch, ne? Ups. Ich dachte, es gibt hier unten noch einen Weg durch. Entschuldigung. Ja, dann mussten wir hier lang. Dort, ne? Ja. Ah, dann sind wir auch im Speisezimmer. Was haben wir hier nicht? Oh. Das zum Beispiel. Und noch irgendwas. Oh, tschüss. Jupp, 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 mach mal ruhig.
Könnt ihr mal eben abknallen? Die ist, glaube ich, zu schnell, ne? Okay. Das hat nicht sonderlich viel gebracht. Tschüss! Wo haben wir hier noch was vergessen? Die wird gleich da sein. Gehen wir mal hier durch. Haupthalle oben. Nicht auszuhalten, dieser. Uiuiuiui. Mal eben speichern. Ich glaube, wie es weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich danke an dieser Stelle fürs Zuschauen. Hinterlasst gerne ein Like oder auch ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.